Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hof Bergmann Reloaded. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja um unsere kleinen Iefkochen gekümmert, also um unsere Hofhunde, haben ein paar Tierchen gewässert. Jetzt würde ich sagen, gucken wir mal hier weiter. Zu den Milchschafe im Dorf müssen wir noch, habe ich nicht vergessen. Aber ihr wisst, was schon lange wieder überfällig ist, jawohl. Der alltägliche Rundgang. Hey, wieso ist hier Stillstand? Das geht nicht. Das ist ja ungeheuerlich. Guck dir mal das bisschen Butter an. Das geht doch nicht. Da können wir hier gleich auch wieder auffüllen. Ich hoffe, jetzt ist noch genügend Milch da, weil wir haben nicht mehr viel Kühe. Dann habe ich ja gesagt, wir verkaufen die Kühe von der Weide. Da habe ich in letzter Zeit eh viel zu selten da mit dem mobilen Melkroboter gemacht. Können wir eh mal schnell gucken, solange das hier auffüllt. Dann gehen wir mal schnell zu die Schafe. Oh, wie sieht es denn hier aus? So, Lämmer, haben wir 5 Stück, Stroh haben sie noch. Sieht so nackig aus, der Boden irgendwie. Futter ist da, Wasser ist da. Ein bisschen Milch ist da. Hier ist also noch keine Eile geboten. Dann, aua, habe ich mir jetzt die Tür selber vor der Kopf gehauen? Hat fast so ausgesehen. Ah, oh, wer hat denn das hier offen lassen? Meine Güte. Da gucken wir mal ein, 2 Tage nicht danach und schon bricht hier Chaos aus. Anarchie. Sodom und Gomorra. Heino und Hannelore. Nein, lass mal das. So. Jetzt aber wieder zumachen. Mein Gott. Das ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das Ziegenmilch sein. Das gibt also wieder ganz hervorragenden 1A Premium-Qualitäts Hofbergmannschen Kuhkäse aus Ziegenmilch. Genau. 6, 7, 8. Gott sei Dank ist reichlich Lab da. 9. Letzte Kanne, hier kann es weitergehen. Wie viel Lab ist noch da? Oh, 4 Liter, da stellen wir nochmal eins drauf. Kann man ja Gott sei Dank. Hui, sehr schön. Und schon sind es wieder 34 Liter. Einwandfrei. Dann Aufzuchtstationen auf jeden Fall. Wann hier los? Also, wir haben 10 Schafe drin, keine Lämmer mehr. Das ist gut. Milch und Futter ist voll. Das heißt, die Schafe müssen raus, bevor wieder Lämmer rein können. Wo steht der Viehtransporter? Viehtransporter ist bei den Ferkelchen. Wo sind die Ferkelchen? Ferkelchen. Hier. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Da habe ich ja auch Kisten aufgefüllt. Oh, scheint es wäre. Nein, noch nicht ganz. Eins ist quasi noch in Produktion. Ein Schwein ist zu 80% erwachsen. Milch geht hier auch schon wieder aus. Aber gut, nachdem ich jetzt den Schweinebestand so reduziert habe, dürfte es auch wieder. Oh. Oh Gott. Okay. Wollte gerade sagen, dürfte dauern mit den Ferkel, aber nein. Wie man sieht. 10. 15. Eine Kiste noch. Dann können wir die andere Kiste rüberbringen. Futter passt, glaube ich, nur rein, wenn es ganz leer ist. Weiß ich jetzt nicht, ob das. Dann machen wir das wieder weg. Die haben aber noch mehr Milch als die anderen. So, das machen wir hier hin. Mein Gott, meine schönen Ferkelboxen. Was habe ich mich darüber gefreut, wo ich die gekriegt habe? So. Einmal. Hier können wir aber Futter auffüllen. Ich habe bloß keine Milch auf Vorrat da. Die müssen wir dann wiederholen. Ah, nee, passt nicht. Ist 50. Was? 50 Kilo? Okay. So, das heißt, jetzt gehen wir hin. Da können wir nämlich über den Hof fahren. Oder wie man. Nee, wisst ihr was? Machen wir anders. Das machen wir anders.
So, einmal. Jetzt nehmen wir die mit. Und dann nehmen wir die da mit. Jawohl. Und mit denen machen wir jetzt einen kleinen Ausflug. Ein ganz kleiner. Ich glaube, ihr könnt es an der Richtung wahrscheinlich schon erkennen. Ja, wir fahren den Werner besuchen. Nur schnell Hallo sagen, keine Panik. Nur Hallo sagen, mehr nicht. Oh. Ja, ich muss da rückwärts ranfahren. Ihr müsst ja zum Hallo sagen, aussteigen. So. Ich hole euch nachher wieder ab. In Einzelteilen zwar, aber es ist ja eigentlich nicht gelogen. Gut, das war ein bisschen gemein, gebe ich zu. So. Jetzt nehmen wir hier die Schafe raus. Auf. Nein. Schaf, nicht Lamm. Jawohl. Achso, jetzt könnte man eigentlich hier... Das sind ja auch so viel. Die vier Stück noch mitnehmen. So. Ja, keine Panik. Wir fahren auch nur Hallo sage. Ist doch nett, so ein Kurzbesuch. Freut ihr euch? Bestimmt. Oh. Entschuldigung. War keine Absicht. So. Gott, das will noch mehr Geld. Gut, dann fahren wir den wieder zur Ferkelaufzucht, beziehungsweise, nee. Jetzt muss ich mal schnell gucken. Ich meine an der Kuhweide. Halt, da ist sie. Wie sieht es hier aus? Heu scheint da zu sein. Wie sieht es mit der Milch aus? Mit der Mille? 3279 Liter. Gibt ja wieder einiges an Kannen hier. Ja, hier kann man aber die Kühe nicht per Menü irgendwie verkaufen. Das müssen wir mit dem Viehtransporter machen. Oh, die Seitenkamera, ich sag's euch. Wenn wir eh schon dabei sind, dann können wir das auch gleich machen. Bei den Schafe haben wir jetzt nach dem rechten Guck, da ist alles gut. Ist ja schon auch ein bisschen traurig, gell? So quasi... Hofaufgabe, oder ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Kommt mir auf jeden Fall seltsam vor. Naja. So, dann fahren wir. Achso, ich hätte jetzt auch. Oberum fahren. Wir fahren oberum. Gut, sind mal wieder einmal ums Karree. Egal. Was wären meine Let's Plays ohne dieses ewige Verfahren? Na. Komm. Hallo, das ist eine Leerfahrt.
Da musst doch du hochtänzeln wie ein junges Füllen. Werden wir wahrscheinlich auch sowieso zweimal fahren müssen. Ich glaube nicht, dass wir da alle 20 Kühe draufkriegen. Hätte ja gesagt, wir nehmen Anhänger mit, aber es reicht auch nicht. Und doch vielleicht mal umsteigen auf was sehr viel Größeres. LKW oder so. So. Hallo. Was jetzt? Na. Ah, jetzt. So, wie viel kriegen wir denn drauf? Oh Gott, 6 Stück? Um Himmels Willen. Nee, ich glaube, das machen wir anders. Das ist ein bisschen wenig. Was haben wir denn noch im Angebot? Jetzt haben wir doch einen Haufen Geld. Was haben wir denn da? Tiere, so. Der vielleicht. Blöd, dass da immer nicht dabei steht, wie viel reinpassen. Ich glaube, was Größeres werde ich gar nicht haben. Hab nur den. Wir probieren es mit dem. Machen wir den hübsch? Klar, machen wir den hübsch. So und. Nein. So und. So. Na? Ja. Ich glaube, das geht. Dann nehmen wir gleich noch einen schönen LKW dazu. Was nehmen wir denn da? Hauptfarbe machen wir andersrum. Doch, ja, ich glaube, das wird ganz hübsch. So, tala. Dann fahren wir jetzt aber... lass mich überlegen. Nein, das machen wir anders. Ja, ihr bringt mich ganz aus dem Konzept mit eurer Muerei da hinten. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da wird sich der Landmaschinenhändler aufreuen. So, jawohl. Weg ist er und damit gleich noch 6 Kühe. Hat er von mir als Aufgabe gekriegt quasi. Braucht er sich gar nicht beschweren. Ich will nichts hören. So, dann gucken wir mal, wie viele jetzt da drauf passen. Sehr hübsch. Doch, gefällt mir. Recht nettes Gespann. Die Frage ist bloß, wie ich jetzt dahin zirkeln muss. Rückwärts, seitlich? Wir werden es erfahren. Und der Müll liegt auch schon wieder überall rum. Ja, ich weiß es, ich weiß es. Eins nach dem anderen, Eile mit Weile. Aber ihr wisst ja, was du heute kannst besorgen, das verschiebe ich doch lieber auf nächstes Jahr oder so. So. Da wird ja der Rest jetzt wohl draufpassen. Wie viel sind es noch? 14. Da 14 Kühe reinpassen? Weh, wenn nicht. Oh, der geht jetzt schon. Genau, 14. Glück muss der Mensch haben. Achso, jetzt könnte man eigentlich den schon abfüllen lassen, gell? Der bleibt dann sowieso stehen. So, die Milch ist drin. Vorbereitet. Hammen. Anschalten. Befüllung starten. Autospawner. Los geht's. Da kann der nämlich eh schon mal abfüllen. Während wir nochmal zum Werner fahren. Oh Gott, mit dem Ding. Ich werde da hoffentlich auf seinen Hof kommen.
Also falls ich jetzt dann nochmal irgendwelche Tierbestände reduziere, wo man das übers Menü am Stall machen kann, dann fahren wir den natürlich nicht da 40 Mal hin und her. Also die Gurkerei tun wir uns nicht an. Beziehungsweise das tue ich euch nicht an. Aber jetzt, wenn es nicht so viele sind, da geht es schon, würde ich sagen. Wie 16 Euro Lohnzahlungen? Wofür? Für wen? Was ist das denn? Follow me wahrscheinlich wieder. So. Oh, da hat der Werner schon die nächste Kiste hergerichtet. Das ist gut. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo wir das Monsterschiff hier hinstellen. Aber ja, ich fahre jetzt einfach mal zum Hof zurück. Da wird sich schon Platz finden lassen. Ich würde aber sagen, für diese Folge komme ich zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat Spaß gemacht und freue mich natürlich, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und ich sage Tschüss.